So Leute, wir sind jetzt im Zug angekommen, wie ihr sehen könnt. Und ja, wir hatten gerade den Stress unseres Lebens, denn wir mussten erst noch die Zugfahrtickets kaufen. Und die Frau in dem Schalter hat ein bisschen lange gebraucht und wir sind in 5 Minuten zu dem Zug hochgerannt. Beziehungsweise zu dem Zug, der schon in 5 Minuten gefahren ist und jetzt fährt er und wir sind zum Glück drin. Also 15 Minuten früher als der andere Zug gekommen ist. Das ist jetzt schon sehr gut. Und ja, wir sind mal wieder im Ruheabteil, das ihr ja schon kennt. Hi, wir sind jetzt in München bei Dominik angekommen. Ja. Endlich. Das war aber auch eine spontane Aktion. Arrived. Dominik sicher. Ist doch beautiful. Hier. Hier, oder? Schau euch das mal an. Ich schau gerade, ist so ein Zimmer, Alter. In der ersten Sekunde. Das ist gut im Star. Dominik, was sagst du? Liebe. Luxus. Luxus, Leute. Schau euch mal an, wie es hier ausschaut. Hier schaut es echt aus wie irgendwo ausgesetzt in Amerika in irgendeinem Lost Place. Das ist echt, ja. Prima. Wir sind gerade mit dem Taxi gekommen. Und jetzt. Er vloggt auch. Yep. Und jetzt müssen wir hier erstmal 30 Minuten in der Kälte warten, bevor wir reingelassen werden. Sag mal hi. Hi. Die müssen jetzt noch bis 14 Uhr warten. Egal. Und ja. Nice. Ich suche jetzt mal irgendwen. Ich war's bei. Ich seh gerade mein BH. Okay. Also, diese schöne Gestalt. Dankeschön. Die sieht 1:1, also ich finde, die sieht so wie Claudia mit K aus, nur in klein. Ich zeig euch ein Vergleichsbild. Also. Warte. Ja, mehr oder weniger. Wow. Oh mein Gott. Also. Claudia mit K. Könnt ihr euch die gut vorstellen? Ist Claudia mit K. Sieht die persönlich, macht selber einen Eindruck. Die sieht so wie Claudia mit K aus. Claudia mit K. Claudia mit Y oder Claudia mit K. Dann heißt sie Claudia. Jaudia. Hi. Hallo. Sie kennt ihr sicher auch. Das ist die Schönheit. Oh, wie süß. Natürlich. Und deine Haare. Oh mein Gott, wie lang sind bitte deine Haare? Etwas. Darf ich? Nicht, dass ich dir irgendwie zu nahe komme. Nimm bitte. Keine nimm. Wow. Die nächste Gewinnerin von Germany's Next Topmodel. Hey, wie süß bist du bitte? Vorhin hat jemand behauptet, ich würde ausschauen wie Claudia mit Karin Klein. Du bist so süß. Wir sind von der Autogrammstunde zurück. Also ich bin die Marita. Ich bin Lita. Bei Dirk bin ich tatsächlich Lita. Bei ihr bin ich sogar Greta. Was für Greta? Bin ich Greta Thunberg oder was? Das ist halt echt so. Er hat es richtig geschrieben. Sie hat es gleich weggelassen und er hat Lita geschrieben. Und dann haben wir noch meinen Favoriten, Rita. Ist auch ein paar Mal aufgetaucht. Dominik, und wie heißt du auf deinen Autogrammkarten? Da, mit E geschrieben. Sei froh, dass du nicht Greta heißt. Da auch wieder mit E. Solange sie nicht Dieter auf der Autogrammkarte hat. Dieter? Aber Greta schon auch. Rita, Greta. Martina. Heute Block 2 geht los und ja, die Creator werden jetzt noch kurz getauscht und hoffen wir mal, dass ich diesmal nicht Rita oder so heiße. Und ja, wir stellen uns jetzt dann mal an. Noch sind sie alle da und jetzt kommt Block 2. Da fangen wir auch gar nicht an. Macht mal Lärm für Kelly! Also ganz ehrlich, Sascha, ich würde das Lied ungern alleine singen, wenn es geht. Habt ihr Bock auf Sascha? Wo bist du? Come on! Hop, hop, hop!
einfach ich, bin gegen Regeln allergisch, will mich entfalten und einfach ich bleiben. Montag bis Freitag, immer das Gleiche, immer nur ackern, nein, man ist leicht jetzt, ich will nicht warten auf den Feierabend. Wir haben gerade unsere Pizza gefühlt nach einer Stunde bekommen. Aber Dominik konnte nicht rangehen, weil wir auf der Bühne waren, wie ihr gesehen habt. Und ja, er konnte auf der Bühne echt nicht rangehen. Aber jetzt haben wir endlich unsere Pizza. Die haben wir uns extra herbestellt. Die Geschichte, wie wir zur Pizza gekommen haben, ist noch mal ein bisschen verrückter. Und ja, zwar hat uns Dirk geholfen. Er hat uns einfach sein Handy gegeben und das hatte WLAN. Und ja, damit konnten wir es bestellen. Wir sind einfach auf Lieferando gegangen. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm auf TikTok vorbei. Er hat nämlich auch einen TikTok mit mir gemacht. Ja, genau. Und like das. Vor dem, falls ihr das noch nicht tut. Das ist ein wunderschön aufgeräumtes Essensterrain, wo jemand noch seine Pommes verwendet hat. Gratis Autogramme von irgendwem, den ich nicht hab. Kannst du mitnehmen, Domme. Genau. Und jetzt macht man die Pizza auf. Pizza auf. Ja, wisst ihr, wie groß der Unterschied ist? Groß, Alter, wie geil. Fuck you. Hoffentlich. Die sind nicht geschnitten, oder? Doch, die sind geschnitten, Domme. Ja. Und was ist in der großen drin? Fuck, habe ich eine große bestellt? Kacke, Mann! Frau Hauer hier. Es ist so auf dem Boden mit dir. First World Brother. Was machst du? Laura. Laura! 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 Go! Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sexy, oh, okay. Hey, 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 hey. Yo, wieder kommt schon alle zusammen. Nochmal kräftig aufgehen. Okay? Ich hab Spaß, ne? Auf Techno-Beats, Punk-Rock-Boot, Reggae-Mucke-Boot. Aber was hat das mit Rap zu tun?
steht dann vorne. Hier, Sascha, ich meine mich erinnern zu können, dass ich mal gesagt habe, leg ins Gesicht. Was ist denn mit dir? Du hast aber auch direkt gezielt, ne? So, und warum stehen da jetzt drei Leute? Meine Damen und Herren, als nächstes haben wir die wundervolle Schnute. Eine geile Taxifahrt und sie hat den Taxifahrer ausgefragt. Ihre Mutter sitzt immer noch drin. Wir wissen jetzt, wie er, nein, wir wissen nicht, wie er heißt. Nein. Wir wissen, wo er arbeitet, dass er seit 22 Jahren verheiratet ist. Okay, Datenschutz, zu viele Informationen. Nee. Und meine Mutter sitzt immer noch drinnen. Ja. Wie geil ist das denn? Ja, und du hast damit angefangen. Und der Taxifahrer feiert gerade eine Party, weil wir endlich am Hauptbahnhof Hallo. Sind. Hallo. Und yo, so sieht's hier aus. München halt. München Nightlife. Dominik freut sich und er wird uns jetzt wahrscheinlich bald zusammenfahren. Ja, bitte! Weil er uns hasst, weil du zu viel geredet hast. Ciao!